Hallo und grüß Gott, ich bin der Christian Herbig, bin von Beruf Metzgermeister und bin heute hier als gut gelaunter Gast. Und ich habe hier einen Zettel in die Hand bekommen mit einigen Fragen, die ich zu beantworten habe. Ich lese die Frage vor und dann werde ich mich gleich dazu melden. Wie fühlt es sich an, in vierter Generation einen Familienbetrieb zu leiten? Das fühlt sich gut an. Und das ist eine große Verantwortung und Verpflichtung, weil man sich immer an den Vorgängern, an meinen Vater, Opa, Uropa messen muss und es macht riesig Spaß. Ich mach das gern mit Leidenschaft und Begeisterung. Wie geht es nach Ihnen mit dem Betrieb weiter? Das ist die nächste Frage. Wir führen unser Geschäft miteinander, damit meine ich meine Frau Alexandra, den Stefan, das ist mein Bruder, und dann haben wir noch ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wir haben da wirklich ein tolles und klasse Team. Und meine Tochter hat sich beruflich anders orientiert, aber Stefan, mein Bruder, der hat zwei Kinder, die Luise und den Lukas. Und da bin ich natürlich der Hoffnung, dass einer von beiden dann diese Nachfolge übernimmt. Wollten Sie schon immer Metzger werden? Werde ich gefragt. Nein. Ich habe ein technisches Fachabitur gemacht und wollte nach meiner Schulzeit gern zur Bundeswehr gehen. Und ich wäre gern zur Marine gegangen und da ist damals zu dieser Zeit ist es so gewesen, dass zweimal im Jahr die Offiziersprüfung in Köln stattfindet. Und mein Abitur hat sich da überschnitten und dann habe ich in der Übergangszeit einfach bei meinem Vati in der Metzgerei ein Praktikum gemacht, habe in der Zeit, na eigentlich schon ein bisschen vorher, auch meine liebe Alexandra kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben, dass mir das Spaß gemacht hat, dass ich Freude gefunden hat an dem Ganzen. Und dann bin ich sowohl wegen der Arbeit wie auch der Liebe wegen einfach in Hof geblieben. Nächste Frage. Der Trend heutzutage geht immer mehr in Richtung vegetarisch, vegan. Hat eine Metzgerei da Zukunft? Das sage ich definitiv ja. Also vegetarisch, vegan gehört bei uns bei allen Veranstaltungen dazu. Wenn wir Party-Service, Catering-Veranstaltungen machen, dann ist immer was Vegetarisches und Veganes dabei. Aber ich denke auch, dass die traditionellen Gerichte, wie wir sie von früher her kennen, eine große Bedeutung haben und immer erhalten bleiben werden. Also da bin ich mal ganz, ganz sicher. Sie fragen nach dem Thema Fachkräfte, Energiekrise. Wie geht es der Metzgerei Herbig aktuell? Uns geht's gut. Wir haben viele treue Kunden, die bei uns einkaufen und das sind in der letzten Zeit auch nicht weniger geworden. Dass uns natürlich das Thema Energie belastet. Ich bin da auch im Gespräch mit den Hofer Stadtwerken, wo wir unsere Energie beziehen, dass man da sich unterhält, dass man da an Lösungen, an Konzepten arbeitet, wie das in Zukunft ausschauen kann, das ist selbstverständlich. Ich bin ein Mensch, der optimistisch in die Zukunft blickt. Und man darf nicht alles schwarz malen und schlecht machen. Ich denke, es wird für alles eine Lösung geben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Thema Energiekrise, dass auch das Thema mit Metzgereien, wo der ein oder andere Kollege jetzt in Oberfranken aufgehört hat, dass der Trend sich auch mal wieder umkehrt. Es gibt ganz aktuell in Schwarzenbach an der Saale einen neuen, tollen, fleißigen Metzgerkollegen. Also ich bin ein Mensch, der positiv gestimmt ist und sehe damit mit Zuversicht auch in die Zukunft. Das wird wieder besser werden.